Hallo und herzlich willkommen aus den Universal Studios hier in Florida. Heute geht es um die Rucksack-Policy hier in den Universal Studios. Welche Sachen dürft ihr mit auf die Rides nehmen, welche nicht? Es gibt 4 Kategorien und darüber reden wir heute. Als erstes haben wir die Rides, wo ihr sowohl alle Rucksäcke, Bauchtaschen, Fototaschen, alles mögliche mitnehmen könnt. Und das sind unter anderem Flight of the Hippogriff, Minion Mayhem, der Jimmy Fallon Ride, Spider-Man, Simpsons, Transformers, Carousel, E.T. Adventure, Fast and Furious, der Hogwarts Express, Twirl and Hurl, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, Kong, Storm Force, Cat in the Hat, High in the Sky Trolley, River Adventure, Popeyes and Bluetooth, Ripsaw Falls. Wobei ihr bei den Wasserrides wissen müsst, die Lockers sind dabei nicht kostenlos. Also ihr müsst die bezahlen, weil ihr dürft die Sachen mit auf den Ride nehmen. Das Problem ist einfach nur, die werden natürlich nass. Bei River Adventure geht das noch. Aber wenn ihr jetzt Popeyes and Bluetooth und Ripsaw Falls habt, da werdet ihr einfach super nass. Danach, es gibt richtige Human Dryers hier, die ihr bezahlen könnt, um wieder trocken zu werden. Ich würde empfehlen, einfach Wechselsachen mitzunehmen und auf jeden Fall das am Tag zu machen, wo es draußen sehr warm ist. Deswegen die Lockers, es gibt welche, die müsst ihr allerdings bezahlen. In der zweiten Kategorie haben wir dann die Rides, die schon so ein bisschen eingeschränkter sind. Ihr dürft weiterhin Bauchtaschen mitnehmen, aber keine Rucksäcke. Darunter fallen folgende Rides: Gringotts, Forbidden Journey, Hagrid's, Men in Black und die Mummy. Diese Rides haben dann ein Locker-System vor Ort, die sind kostenlos, allerdings sind die relativ klein, die Abmasse könnte, blende ich euch einfach mal ein. Wenn ihr große Rucksäcke mit dabei habt, werden die nicht in diese Free Lockers reinpassen, dafür müsst ihr dann bezahlen und ich blende euch das alles mit ein und schreibe es euch in die Description Box unten mit rein, was das dann kostet. Bei den Bauchtaschen müsst ihr allerdings beachten, die müssen diese 3 Zacken haben. Wenn ihr welche habt, die nur 2 Zacken haben, dann ist es nicht erlaubt, achtet darauf, dass ihr die 3 Zacken habt. Und in der nächsten Kategorie ist nur ein Ride mit dabei und das ist Dr. Dooms Fearfall. Ihr dürft die Sachen mit auf den Ride erstmal nehmen bis zu dem Freefall Tower. Allerdings sind da wie so kleine Schubladen-Dinger, wo ihr eben die Sachen reintun könnt, die Rucksäcke auf den Boden stellen, weil die dürft ihr nicht mitnehmen. Das ist kein richtiger Drop Tower, dass ihr erst nach oben fahrt und dann runterfallt, sondern ihr werdet direkt nach oben katapultiert. Und viele mögen diese Drop Towers nicht. Wir finden sie ganz gut, aber lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Und in der vierten und letzten Kategorie haben wir dann die Sachen, wo ihr gar nichts mitnehmen dürft. Keine Bauchtaschen, Rucksäcke, Brillen, Handys, Schlüssel. Ihr müsst alles in Locker packen. Ihr müsst da nämlich durch einen Metalldetektor durch. Wenn ihr nicht alles rausgenommen habt und es piept, es ist wie beim Flughafen, dann müsst ihr halt wieder zurück zum Locker die Sachen wegpacken. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich alles aus den Taschen raus habt. Und diese Rides sind der Velocicoaster, Rip Ride Rocket und der Hulk. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss!